Wenn du die Videos zum Thema Stereo Widening oder wie du dein Stereofeld verbreitern kannst anschaust, dann stellt dir meistens irgendjemand ein nicht ganz billiges Plugin vor, das an deiner Phasenlage rummanipuliert und deinem Mix aber im schlimmsten Fall eher schadet, als ihn besser macht, nämlich dass er mono komplett in sich zusammenfällt. Deswegen gebe ich dir heute 4 Tipps, wie du für mehr Stereobreite sorgen kannst und zwar ohne einen Cent auszugeben. Und wir starten genau jetzt. Los geht's mit Tipp Nummer 1, wie du mehr Stereobreite in deine Tracks oder in deinen ganzen Mix bekommst. Und das ist einfach durch hartes oder weites Panning. Also indem du deine Elemente oder Instrumente sehr weit nach links und rechts in deinen Mix verteilst. Ich zeig dir gleich genau, worum es geht. Wir hören mal ganz kurz in den Mix hier rein. Ups. Okay, was wir hier hören, sind ein paar Akustikgitarren und ein paar E-Gitarren, so Crunch-E-Gitarren. Und hier kannst du jetzt sehen, dass ich diese gezupften Akustikgitarren nach links und nach rechts gepannt habe und dass ich hier diese anderen Akustikgitarren, das sind die gestrumpten und die Crunch-Gitarren, die hier dazukommen, wenn er, also in dem zweiten Part von dem Vers, dass ich die ganz nach links und ganz nach rechts gepannt habe. Wir können uns die Gitarren mal alleine anhören und dann hörst du, wenn also diese gestrumpten Akustikgitarren und die E-Gitarren einsteigen, erweitert sich das Stereofeld oder wird das Stereofeld sozusagen breiter, weil sie einfach weiter nach links und nach rechts gepannt sind. Also mal nur die Gitarren jetzt hier. Und damit hast du schon den Effekt, dass einfach dieses Stereofeld weiter aufgeht und die Sache größer klingt. Nochmal kurz alles zusammen und achte mal auf die Gitarren. Ja, also das ist ein ganz einfacher Trick und um das noch ein bisschen offensichtlicher zu machen oder den Effekt noch mehr auszunutzen, kannst du das zum Beispiel machen, wenn du einen Song hast, in dem du jetzt im Vers bist, dass du das Stereofeld ein bisschen schmaler hältst und dann zum Pre-Chorus oder zum Chorus kommt, die Stereobreite ein bisschen weiter durch das Panning nach außen ziehst. Insbesondere beim Chorus eignet sich das gut, das zeige ich dir später auch nochmal mit einem anderen Effekt, wie du das machen kannst. Also das wäre der erste Schritt. Also die erste Möglichkeit, einfach weites Panning oder hartes Panning nach links und nach rechts. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit und das ist einfach Reverb. Das schauen wir uns jetzt hier mal an diesen Cymbal Rolls an. Wir haben hier Cymbal Rolls, das sind diese hier. Die kommen immer mal so ein bisschen rein, um so ein paar Parts zu unterstützen. Machen wir mal hier. It's done. No more tears. Day hides the night again. Also, das Problem hier bei diesen Cymbal Rolls ist, dass sie leider mono aufgenommen wurden. Und ich finde, dass sie mono so ein bisschen schwach auf der Brust klingen. Wenn wir kurz uns das Solo an hier. So ein bisschen dünn, ja. Und deswegen habe ich es einfach so gemacht, dass ich hier einen großen Hall, dass ich sie in einen großen Hall geschickt habe. Und einfach ein räumlicher Hall, der auf einem Stereo-Aux ist. Und damit kannst du dann so eine Monospur einfach verbreitern. Und ich schalte den Send jetzt hier mal zu. Das ist einfach ein großer Raumhall oder ein sehr langer Hall. Und dann klingt das so. Ups. Und jetzt habe ich viel mehr diesen Welleneffekt, also diesen breiteren Effekt. Ja? Machen wir nochmal Mono und dann gleich Stereo. Jetzt mit Hall in Stereo. Und jetzt hast du mehr, also sind diese Cymbal Rolls wesentlich breiter und es kommt mehr wie so eine Welle. Hören wir uns das nochmal im Mix an.
Okay, ich will gar nicht aufhören, spielen zu lassen, weil ich finde eben seine Stimme so geil. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht. Ich finde das echt Hammer, wie der intoniert. Das gefällt mir total gut. Okay, aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 3. Das war Tipp Nummer 2. Also einfach, indem du ein Monosignal mit einem räumlichen Hall versiehst, kannst du ihn breiter machen, ein bisschen mehr in die Breite ziehen. Und der dritte Tipp wäre, ein Stereo-Delay einzusetzen. Dieser Song hier hat 2 Parts. Und der zweite Part, der ist ein bisschen heftiger, in den hören wir auch mal kurz rein. Also das ist jetzt wesentlich heftiger und ich habe jetzt hier entschieden, weil die Vocals jetzt hier gegen diese heftigen Gitarren nicht ganz so gut durchkommen, wenn wir uns die mal solo anhören. See the coming clouds again. You're ready for the worst again. Mit die Effekte abgeschalten. Also es ist ein bisschen dünn gegen diese fetten, breiten Gitarren und deswegen habe ich die Spur einfach kopiert und habe so eine Distorted Vocal Spur da drunter genommen. Also ich habe diese kopierte Spur hier einfach mit Distortion versehen zunächst mal. Die klingt jetzt ziemlich hässlich so solo. Erstmal vorsichtig. Again, you've seen this all before. Okay, also einfach, das ist dieser One-Knob Distortion von Waves. Ich war unglaublich faul. Aber um jetzt diese Vocals in die Breite zu ziehen, habe ich ein 32. Triolen Ping-Pong-Delay verwendet. Also dieses Ping-Pong-Delay springt dann bei 32. relativ schnell nach links und rechts hin und her und somit kann ich diesen Track in die Breite ziehen. Und ich schalte es mal zu. Okay, jetzt nehmen wir mal die Original-Vocals und dann schalte ich diese Distortion-Vocals mit diesem Ping-Pong-Delay, sehr kurzen Ping-Pong-Delay mit dazu und dann wirst du gleich merken, dass die Lead-Vocals dann breiter werden oder breiter kommen. Again, you're ready for the worst again. You've seen this all before, but this time. Also auch so, durch so ein Stereo-Delay kannst du Vocals in die Breite ziehen. Und ich finde, das kommt jetzt in diesem Fall besonders cool, wenn du die Lead-Vocals einfach so belässt und dann die gedoppelten Vocals oder deine gedoppelte, künstlich gedoppelte oder schon eingesungen gedoppelte Spur dann mit so einem Stereo-Delay versiehst. Die kannst du schön ein bisschen drunter mischen und dann kommt diese Breite nicht ganz so offensichtlich, sondern es kommt so ein bisschen subtiler. Also man weiß nicht richtig, warum es gut klingt und warum es fett klingt, aber man nimmt es auf jeden Fall wahr und so finde ich es immer am besten. Also das wäre Tipp Nummer 3 und das wäre einfach ein Stereo-Delay auf so eine Spur einzusetzen. Tipp Nummer 4 ist schlicht und ergreifend EQ. Und zwar brauchst du für die Technik, die ich jetzt vorführe, einen EQ, den du über die Saiten bearbeiten kannst. Ich kann das hier in Logic oder indem du nur die Saiten bearbeiten kannst. Ich kann das hier in Logic mit diesem Native Equalizer, der hier mit Logic mitkommt, machen. Viele andere Equalizer können das auch und
Ich kann hier, habe ich hier einmal die Möglichkeit, den Equalizer ganz normal als Stereo zu benutzen. Ich kann nur die linke Seite, die rechte oder die Mitte bearbeiten. Und hier habe ich jetzt nur die Seiten genommen. Das heißt, ich bearbeite jetzt nur die linke und die rechte Seite EQ-mäßig. Und wenn ich das hier mache, kann ich das hier hochziehen. Ich zeige es dir gleich mal an den akustischen Gitarren vielleicht. Auch dann wirkt das Signal breiter. Ich lasse jetzt einfach mal mach den mal aus und mache hier den einfach nochmal rein. Dass wir hier nichts verstellen. Also ich gehe hier nochmal auf Seite. Ja, das heißt, ich bearbeite jetzt nur die Seiten. Und wenn ich die jetzt anhebe, wenn ich jetzt Frequenzen anhebe, auch dann hat das den Anschein, dass sich das Stereofeld verbreitert oder dass der Mix insgesamt breiter wirkt. Hören wir es mal bei den Akustikgitarren an. Ja, also so kannst du durch die Seitenbearbeitung mit so einem EQ bestimmte Instrumente oder auch einen ganzen Mix breiter ziehen. Das probieren wir jetzt im Refrain, weil der Refrain ist ja wesentlich fetter hier und er besteht auch aus, also dieser ganze Song besteht mehr oder weniger aus zwei Teilen. Das ist ein bisschen ungewöhnliches Arrangement, aber trotzdem ziemlich cool. Es ist hier dieser akustische Teil, den wir hier vorne gehört haben, und dann kommt dieser heftigere Teil, in dem der Refrain hier einsetzt und dann diese Distortion-Gitarren einsetzen. Und ich habe jetzt hier, wenn der Refrain einsetzt, mir gedacht, da wäre es ganz cool, die Stereobreite künstlich ein bisschen zu vergrößern. Und da habe ich einfach diesen Equalizer jetzt hier automatisiert. Das heißt, ich fahre in den Saiten die Frequenzen ein bisschen hoch und dadurch wirkt der Mix breiter. Ich lasse die Automation gerade mal ablaufen, die habe ich hier schon eingestellt, und nach diesem Crescendo hier wird der Mix dann scheinbar breiter. Oder der Refrain. Okay, dadurch wirkt der Mix etwas breiter und ich habe noch einen zusätzlichen Effekt genutzt, um diese Stereoverbreiterung zu unterstützen. Und das ist das Attack-Prinzip. Das zeige ich dir auch noch kurz hier als kleine Side-Note. Wenn wir hier in die Automation gehen, habe ich hier dieses Attack-Prinzip angewandt. Und zwar beruht dieses Attack-Prinzip darauf, dass du, wenn ein neues Element eingeführt ist, wird, dass du es kurz lauter machst, dann lockt sich das sozusagen in das Gehör des Zuhörers besser ein und es gleich danach wieder leiser ziehst. Wenn ich jetzt also hier mal die Gitarren kurz solo schalte, die elektrischen Gitarren, dann hörst du, dass ich hier diese perkussiven Anschläge kurz lauter gemacht habe und den ersten Akkord noch kurz ein bisschen lauter gemacht habe, um diese drei Distortion-Gitarren einzuführen, sodass sie besser kommen, also sich besser einlocken als neues Element beim Zuhörer. Okay, und nach diesem Attack-Prinzip hier, wo die Distortion-Gitarren eingeführt werden, kommt dann diese Stereo- oder scheinbare Stereo-Verbreiterung durch den EQ dazu. Hören wir uns das Ganze nochmal an, hier diese Steigerung.
Okay, die Side-Bearbeitung über den EQ funktioniert hier richtig gut für die Stereo-Verbreiterung, finde ich. Der Chorus kommt fetter und größer und in Verbindung mit diesem Attack-Prinzip schlägt er dann auch richtig gut ein. Wenn du dich für das Thema Mixing interessierst und weitere Mixing-Tipps möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich dir die 12 wichtigsten Mixing-Tipps. Die kannst du dir auch in der Beschreibung hier als PDF runterladen, wenn du möchtest. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.